Liebe Kindergottesdienstkinder und Kindergottesdienstfamilien, wir begrüßen euch heute zu einer Osternachtsfeier. Als es heute Morgen noch ganz dunkel war, haben wir diesen Kindergottesdienstfilm für euch gedreht. Ein herzliches Hallo auch von uns zu euch an den Bildschirmen. Hallo! Petrus, was war denn letzte Woche? Ja, da war ja diese schlimme Geschichte. Ihr wisst es doch noch. Da ist der Jesus für uns am Kreuz gestorben. Ja. Und dann sind seine Freunde gekommen. Ein paar von denen haben den toten Jesus vom Kreuz genommen und haben ihn in ein Felsengrab begraben und einen großen Stein davor gerollt. Ach ja, das war alles so traurig und dunkel. Aber ich erinnere mich, Petrus, dass du uns versprochen hast, dass die Geschichte noch eine gute Wendung nehmen wird. Das stimmt. In der Osternacht, die wir ja heute feiern wollen zusammen, da wird auch immer ein ganz besonderes Lied gesungen. Das heißt Exultet, und das ist schon über 1500 Jahre alt, fast schon so alt wie ich, ja. Und das bedeutet, Christus preist das Licht der Welt. Und eigentlich ist das ein ganz schön langes Lied, aber wir hören heute nur einen kleinen Teil. Das verbindet nämlich die Geschichten, die alten Geschichten aus der Bibel mit Jesus. Also zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte oder die Mosesgeschichte. Wir hören da heute mal rein, okay? Oh, ich bin gespannt. Ich glaube, der Andreas Bleschke wird das für uns singen. Wir gehen jetzt mal in die dunkle Kirche und hören es uns mal an. Frohlocket ihr Chöre der Engel, frohlocket ihr himmlischen Scharen, lasset die Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König. Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Wow, das war ja ein tolles Lied. Das muss ich mir bei Gelegenheit mal ganz anhören. Aber jetzt möchte ich gerne wissen, wie die Geschichte ganz besonders weitergeht. Oh ja, lass uns mal hören. Als der Sabbat vorbei ist, kommen die Frauen zum Grab. Sie wollen Jesus salben. Das Grab ist offen. Jesus ist nicht mehr da. Ein Engel sagt zu den Frauen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden vom Tod. Er lebt, sagt es seinen Jüngern. Das wollen wir jetzt zusammen singen. Mit der Orgel, an der unser Kantor Christian Schäfer spielt. Christ ist erstanden von der Marter alle.
Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Die Osterkerze brennt. Und ihr seid eingeladen, heute einen Spaziergang in die Stadtkirche zu machen und dort euer Licht an der Osterkerze anzuzünden. Oh, und dann haben wir noch was, was ihr mitnehmen könnt. Seht ihr? Ein Tütchen Kresse und ein Becher dazu. Da haben wir uns nämlich eine Aktion überlegt, nicht wahr, Silvia? Mhm. Vom Tod zum Leben. Genau. Und wie das geht, das erzählt euch jetzt gleich mal die Friederike. Bis dann. Genau. Ich zeige euch jetzt, wie ihr euer eigenes Osterkresse-Töpfchen machen könnt. Dazu braucht ihr leere Klopapierrollen, Kresse, Watte oder Erde, Folien, zum Beispiel von alten Verpackungen, Bastelutensilien, zum Beispiel Kleber, Stift, Schere und Sachen zum Verzieren, zum Beispiel Filzstift, Washi-Tape und buntes Papier. Um später die passende Größe zu haben, schneiden wir ein Drittel von der Klopapierrolle ab. Am besten funktioniert es, wenn ihr zu zweit seid. Der eine sucht sich einen Gegenstand in der passenden Größe und nimmt einen Stift und legt ihn fest drauf. Der andere nimmt die Klopapierrolle und dreht sie so, dass eine gerade Linie entsteht. Jetzt schneidet ihr an der Linie entlang. Dann schneidet ihr einen großen Kreis aus eurer Folie aus, sodass die Klopapierrolle zweimal locker reinpasst. Dann steckt ihr die Folie in die Klopapierrolle und klebt die Enden fest, damit das Ganze so aussieht. Jetzt könnt ihr euer Kresse-Töpfchen so verzieren, wie es euch gefällt. Jetzt nehmt ihr eure Watte, plustert sie ein bisschen auf und steckt sie in euer Kresse-Töpfchen. Wenn ihr Erde verwendet, füllt ihr euer Kresse-Töpfchen bis nach oben. Jetzt nehmt ihr euch ein paar Samen auf die Hand und setzt sie in euer Kresse-Töpfchen. Als letztes gießt ihr eure Samen an. Damit sie gut wachsen, muss die Erde oder die Watte immer feucht sein. Nach ein paar Tagen ist die Kresse gewachsen und ihr könnt sie essen. Wenn ihr keine Kressesamen habt, könnt ihr euch welche in der Stadtkirche holen, wenn ihr euer Osterlicht abholt. Es ist Ostern. Voller Freude beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun bitten wir Gott um seinen Segen. Gott, lass mich wachsen. Schenk mir deine Nähe. Schütze meine Gedanken.
Nimm die Sorgen von meinen Schultern, lass mich mein Herz spüren, gib mir Kraft für diesen Tag, lass mich heute nicht allein und segne mich. Amen. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss auch von mir. Ihr wollt wissen, wie die Geschichte weitergeht? Ich auch. Na, dann schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.